Gut, also nochmal herzlich willkommen. Ich werde euch ein bisschen über Joomla 4 und SEO berichten und erzählen. Also ich habe eine Agentur, die heißt ITEPS. Wir sind seit 11 Jahren am Markt. Wir machen schon die ganze Zeit SEO und die ganze Zeit Joomla. Die Sigrid, ein paar kennen Sie ja, die hat uns damals an der Website in Joomla gebaut. Und seitdem arbeiten wir und ist auch tatsächlich unsere eigene Website Joomla geblieben. Mit einer SEO-Agentur gerankt zu werden in Google ist relativ schwer, weil jede SEO-Agentur glaubt, sie kann es gut. Da sind sozusagen die Wettkämpfe, der Kollege, der nickt, ist natürlich ein bisschen härter als vielleicht andere Bereiche. Genau. Wir sind über 20 Leute. Unser bisschen USB ist, wir sprechen über 12 Sprachen. Das heißt, wir können auch internationale SEO-Projekte durchführen. Das heißt, wenn Kunden, die in Frankreich Sichtbarkeit aufbauen wollen, in Italien und so weiter. Und da ja nicht nur die Sprache wichtig ist, sondern eigentlich die Kultur. Genau, allgemein, ich freue mich immer über andere Meinungen. Im SEO, glaube ich, gibt es auch kein Schwarz oder Weiß. Oder auch, wenn ich jetzt Lösungen vorschlage, vielleicht gibt es einfach bessere, dann teilt es bitte mit, weil dann hilft es einfach der Gruppe da im Raum. Ich stehe für Fragen natürlich jederzeit dann gern im Vortrag oder danach zur Verfügung oder schreibt mir einfach eine Mail. Das Angebot gilt unendlich lange. Irgendwann antworte ich halt nicht mehr, aber da sage ich euch schon Bescheid. Nein, fragt mich jede Frage, die ihr jemals mal habt oder euch in Projekten unterkommt, wenn ihr auf einem Projekt eine Frage habt. Und wer Lust hat, gerne, ich habe mein Notebook mit, ich habe alle meine Tools mit, führe ich gern mit euch, können wir uns auch euer Projekt oder ein Kundenprojekt gemeinsam anschauen, was könnte man da tun, oder schickt mir eine E-Mail, dann schaue ich mir das gerne an. Genau, SEO-Bereich, wir schauen uns, also ich kann keine SEO-Schulung machen, ich spreche heute über technisches SEO und da fast nur über Joomla 4, das ist nicht vollständig. Aber trotzdem für das vollständige Bild ist mir das wichtig. Wir haben technisches SEO, wir haben inhaltlich, wir haben Backlinks oder der ganze Off-Page-Bereich und wir haben Zufriedenheiten, die User-Zufriedenheiten, also Usability und Co. Das sind so vier Bereiche, jeder versteht das ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass es nur Sinn macht, in einem Bereich zu arbeiten und ich glaube auch nicht, dass es diesen einen magischen SEO-Tipp gibt. Also irgendwie, gib überall einen Titel rein und die Welt funktioniert super. Google beurteilt ja eine Website von ca. 220 bis 240 Kriterien plus eben einer künstlichen Intelligenz, was wir gehört haben. Und das ist das eine. Und das andere ist, wie stark ist der Mitbewerber in einem Thema? Also wenn man sagt, ich will ein Online-Schuhgeschäft aufmachen, dann habe ich natürlich ganz anderen Mitbewerb. Zalando hat derzeit 54 angestellte SEOs, die nicht Technik machen, die nicht was auch immer machen. Ich kenne die Backlink-Agentur von Zalando, die schießen wahnsinnig viel Geld raus pro Monat. So, wenn da jetzt ein Kunde herkommt mit einem kleinen Shop und sagt, Zalando ist mein Mitbewerb, dann muss ich ihm sagen, SEO wäre zwar potenziell da, es suchen viele, aber der Mitbewerb ist so hart, vergessen wir das lieber wieder. Dafür in anderen Bereichen mache ich irgendwo ein Title-Update und alles ist super. Gut, genau. Und natürlich ist die Frage eben, was für ein SEO-Projekt haben wir denn überhaupt? Haben wir eine kleine Joomla-Installation, weiß ich nicht, über uns, unsere Leistungen, Kontakt und Co. Für den, weiß nicht, Installateur oder Klempner oder was auch immer, lokal, haben wir eine Plattform mit 100.000 URLs, riesige Online-Shops, kleine Online-Shops, Blogs oder arbeiten wir international oder nicht? Wie steuere ich aus den deutschen Inhalt für Deutschland, für Österreich, für die Schweiz? Sind alles drei deutsche Sprachen, aber wie manage ich das? Wie baue ich meine Struktur auf? Und das eine, was ich euch da im SEO vielleicht erzählen könnte, interessiert euch da wieder gar nicht oder da wieder gar nicht. Und auch Tipps sind ganz unterschiedlich zu interpretieren. Genau, kommen wir zu Joomla 4. Ich habe es installiert. Lokal bei mir, wir haben Joomla 4 Installation. Ich muss echt sagen, ich habe das lange nicht mehr installiert. Wir haben seit Joomla 2, ich habe es letztes Mal gerätselt, 3 war wirklich in 2 Sekunden installiert gefühlt. Sample Data habe ich installiert, Sprache.de, also Joomla Englisch installiert und DE dazu installiert, plus Sample Data reingeladen. Und schauen wir jetzt einfach nur an, wie ist Joomla 4, wenn ich es jetzt einfach nur so lasse. Ich habe auch einen Blogartikel gefunden von SEObility. Ich bin nicht mit allen Dingen sozusagen eins, aber man sieht schon,
was für Themen wir uns zumindest jetzt mal anschauen. Genau, das, was ja schon in der Keynote gesagt worden ist, Ladezeit ist natürlich das Coolste daran im Moment. Kommt natürlich darauf an, ob ihr andere Frameworks dazu installiert, wie eure Templates sind und so weiter, ist eh ganz logisch. Aber die Basis ist halt natürlich super. Was Joomla sehr gut macht, es gibt sozusagen so vier, fünf, sechs Stellen, die ich euch kurz zeige. Die waren aber in Joomla 3 genauso wie jetzt in Joomla 4. Wenn man die einstellt, ist Joomla wirklich ein fesches System. Wir werden uns dann auch schauen, welche Dinge nicht so gut funktionieren, kritische Dinge und nicht so kritische Dinge. Aber da ich ja jedes Know-how vermutlich im Raum habe, werde ich auch kurz diese Konfiguration durchschauen. Alles zu finden unter System Global Configuration. Logisch, die Seite sollte auf Index sein, weil sonst darf Google Crawler das sich nicht anschauen. Genau, das sind die drei Optionen, die wir bei jeder Joomla-Installation einfach aktivieren: Search Engine Friendly URLs, URL Rewriting und Unicode Alias. Das ist auch so ein Tipp: Seiten in Page Titles After. Das heißt, ihr habt ja eine Möglichkeit, in den Einstellungen zu sagen, wie heißt eure Brand. Und da gibt es ein bisschen Diskussion, soll im Titel der Brand vorkommen oder nicht. Aus unserer Sicht ganz klar ja und am Ende gestellt. Also sprich, wenn wir dann, weiß nicht, wir haben die Seite, ich verkaufe, bleiben wir bei den Nike-Schuhen, Nike-Schuhe online kaufen, Bindestrich und dann kommt eben mein Brandname automatisch bei jeder Seite, it helps. Das ist halt für die User wichtig, dass sie immer wieder meine Brand bemerken. Genau, Caching aktivieren, auch keine großartige Sache. GZIP aktivieren und HTTPS aktivieren. Also bis dahin alles basic. Hat sich zu Joomla 3 nicht viel verändert, sind aber einfach unsere Standardkonfigurationen, die wir einstellen. Schauen wir uns die Beiträge noch an. Auch hier werden vielleicht die Profis sagen, ist eh klar. Das heißt, man hat vielleicht schon mal gehört, im SEO ist so eine H1 vielleicht wichtig oder H-Strukturen. Wenn ich in meinem Editor ein Heading 1 auswähle, dann ist das tatsächlich auch aus SEO-Sicht eine H1-Überschrift. Grüß euch. Hallo. Wir haben in dem Tab Images und Links, können wir Bilder hochladen, das ist auch nichts großartig. Neues, Image Description, Alttexte kann ich hier hinzufügen. Alttexte ist ja, sollte ich bei jedem Bild einen Alttext haben? Ja, wenn ich es neu hochlade und ich halbwegs Zeit dafür habe. Würde es Sinn machen, wir haben das bei einer Installation probiert, wir haben nirgends Alttexte bei den Bildern gehabt, wir haben alle Alttexte ausgefüllt. Und es hat monatelang sich keine Veränderung der Sichtbarkeit getan. Ist ein Kriterium, das mit beachtet wird. Ich würde es, wenn ich es mache, richtig mache. Irgendwie tausende Bilder manuell nachzuarbeiten, finde ich nicht so sinnvoll. Aber wie gesagt, da gibt es sicher verschiedene Meinungen. Kann ich da kurz Bitte, fragen, bitte. wie groß ist die Bedeutung der Benamung der Bilder? Also wie das JPEG zum Sehr. Beispiel ist für die Finde ich Bilder. einer der größten. Für Google ist immer der URL das Wichtigste. Und der Bildernamen ist das Wichtigste eigentlich. Und der hat eigentlich nicht den Anspruch des beschreibenden Textes, ne? Muss nicht. Also, und jetzt müssen wir auch schauen, was für ein Typus Seite wir uns anschauen. Eine Kategorieseite in einem Shop, da habe ich ja viele Produktbilder wieder und wie ist das? Wenn ich sage, auf einer Startseite, wie benamse ich dort meine Bilder? Es ist halt nicht schlau, irgendwie 3x59 zu wählen. So, alles darüber ist besser. So. Und man sagt halt in der SEO-Lehre, in diesem Basic, Keyword soll sein im Title, in der H1, im Bildernamen, in einem Bild mindestens. Habe ich jetzt 4, 5 vergessen, aber ja. Aber ich brauche nicht jedes Bild überoptimieren, das auch nicht. Wie gesagt, besser halt Wichtig das 3x5er, bitte. ist auch das Thema. Ne? Ja. Also, es kommt ganz viel darauf an, ob für das Thema Bilder überhaupt relevant sind. Es gibt Themen, da sucht kein Mensch in der Bildersuche oder interessiert sich nicht für die Bildersuche, weil da sind andere Sachen vordergründig. Aber wenn du ein Thema hast, wo Bilder wirklich für die Suche auch wirklich relevant sind, dann mach nicht nur den Dateinamen mit dem Keyword, sondern dann kümmere dich auch um die Altattribute. Nämlich gegenteiliges Beispiel, du hast alle rausgeschmissen, hast nichts gesehen, überall Altattribute reingeschmissen, ein Industriethema.
B2C, B2B. Und es hat richtig viel gebracht. Ja. Das war halt einfach gut im Spiel. Also wir haben es eh auch hineingetan und haben aber eben keine Bewegung bemerkt, so herum. Aber also interessant, dass ihr genau das gegenteilige Beispiel habt. Es ist nicht nur für Bilder SEO, oder das heißt, wenn ihr mit euren Bildern in der Suchmaschine gefunden werden mag, sondern auch tatsächlich, wenn ihr es mit einer Seite ranken wollt, da brauche ich mindestens ein Bild. Das ist so ein Basic, da würde ich nicht drüber nachdenken. Ein Bild soll ungefähr so heißen wie das Keyword, mit dem ich gefunden werden mag. Das ist halbwegs natürlich, das kriegt man normalerweise immer mit. Wenn ich einen Blogartikel schreibe über Wien, installiert man Joomla, dann wäre halt cool ein Bild, wo irgendwo Joomla mal drin steht. Oder Installationsanleitung. Und reicht es nicht, wenn das Keyword in dem Pfad drin vorkommt? Das würde vielleicht auch schon reichen. Also wenn das Bild im Image-Pfad, in einem Unterpfad, wo das Keyword drin ist, liegt und das Bild selber aber kein aussagekräftiges. Also ehrlich gesagt noch nie getestet, weil die Notwendigkeit nicht da ist. Also das ist sicher pro Projekt ein bisschen anders. Es geht immer um das gesamte Package. Also die Seite, auf der es ist, das Thema, um das es geht, der gesamte Auftritt, auf dem es ist, in welchem Umfeld das Bild auftaucht. Also ein Bild alleine macht noch keinen Frühling, also dann kriegst du kein Ranking. Das Bild muss im richtigen Kontext auf der Seite draufstehen und dann ist es auch ideal, wenn halt der Dateiname auch richtig ist. Genau. Ja. Es gibt so ganz viele Basics einfach, wo man sagt, die müssen einfach stimmen, sonst rede ich über den Rest nicht. Wenn die Website einfach stinke langsam ist, dann brauche ich über den Rest gar nicht reden oder so, oder die überhaupt auf einem Index oder so ist. Und ähnlich wie so mit Bildernamen, einfach beschreibende Dinge, das hilft einfach. Ja. Beim Bildernamen ist es tragisch, wenn ich hinter dem Namen unterstrich KL oder Small oder sowas. Überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist wurscht. Also, wenn der Name drin vorkommt, ist gut. Voll. Und es kann mir auch, stellt sich vor allem vor Shops, das ist die im Zalando-Shop, die können ja, die versuchen zwar Bildernamen-Management zu machen, wahrscheinlich gibt es sogar eine Person, die das hauptberuflich dort macht, aber das ist ja natürlich hochkompliziert, da müssen ja noch mehr Parameter rein, damit ich sie irgendwie erkenne oder was auch immer. Genau. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine kleine Website, jetzt sind wir wieder bei dem, welcher Art des Projektes sind wir denn? Und ich baue da gerade ja eine Über-uns-Seite oder eine Startseite, wo ich ranken mag, mit irgendeinem Begriff, dann ist das schlau, ein Bild so zu benennen. Für große Projekte ist das wieder ein anderes Thema, weil wie ändere ich jetzt 500.000 Bilder, wenn ich sage, ich muss es jetzt optimieren? Weil da kommt jetzt Kosten wieder gegen Nutzen, bitte. Gibt es da Tools, wie man das zum Beispiel direkt vom Handy umbenennen kann? Weil ich habe es dann meistens mit so Amateuren zu tun, die ihre Handyfotos mit dem üblichen XYZ.jpeg 87 verwandeln. Und das, dann muss ich sie alle runterladen und nochmal neu umbenennen? Oder gibt es da irgendein Tool, was das einfach kann? Also Datei umbenennen, bin ich mir unsicher, ob Joomla 4 in diesem neuen Bild-Editor irgendwas besser kann. Mhm. Ja, kann das schon? Bilder C macht es auch. Ja. Also. Also, ja, aber nur an der Stelle, ja, wo du gerade bist, ja, nicht im ganzen System. Ja, wenn du Bilder mehrfach verwendest, ja, meinst genau. du, genau. Dann musst du überall reingehen und genau. Bilderkomprimierung, und das habe ich noch einen Tipp dann als ein Plugin mit. Ja. Genau. Und muss man sich anschauen, auch die Empfehlung Titlemeter auszufüllen ist total sinnvoll. Was mache ich beim Projekt mit 300.000 URLs? Ja, kann ich nicht manuell schreiben, muss ich generieren lassen. Also jedes Projekt braucht irgendwie so ein bisschen eine andere, wie soll ich sagen, Zugang und muss Probleme einfach anders lösen. Gut, aber wir sind uns einig. Meta-Beschreibung ist übrigens kein Ranking-Kriterium, sondern ganz wichtig für die Klickrate in der Google-Suche. Ich zeige euch dann noch ein Google-Snippet. Würde ich einfach bei jedem Artikel ausfüllen, zumindest bei denen, die mir wichtig sind. 100.000 URLs, 15 Seiten sind mir super wichtig für SEO, der Rest gar nicht, dann schaue ich, dass die 15 Seiten passen. Wenn andere Seiten eine schlechte Meta-Description oder keine haben, schadet das mir nicht, die anderen Seiten. Es gibt SEO-Kriterien, die die ganze Seite betreffen. Und es gibt Kriterien, die nur eine URL betrifft. Okay. Das finde ich auch sehr fesch. Joomla hat ja das Thema, wann wurde ein Artikel publiziert, wann wurde er erstellt und wann wurde er verändert. Das kann man super verwenden. Es gibt ein Google-Update, das heißt EAT, wo Aktualität sehr wichtig ist und wer ist der Autor. Aber
Aktualität ist so ein wichtiges Thema, weil, wie soll ich sagen, es gibt gewisse Themen oder es gibt fast kein Thema, das nicht irgendwann alt wird. Also egal wie evergreen was ist, weiß nicht, wahrscheinlich hat man vor 80 Jahren noch immer die Hose anders gewaschen als heute. Wohl Hose waschen wahrscheinlich eher, ja, wird schon ein paar Monate aktuell bleiben. Und wir haben es bemerkt bei SEO-Beiträgen und so technischen Sachen, da ist das wahnsinnig wichtig. Wir lassen zum Beispiel in Joomla bei unserem Blog nur mehr das Modifikationsdatum ausgeben und geben kein, wann ist der Blogartikel erstellt worden, sondern wann wurde er aktualisiert. Macht nämlich einen großen Unterschied. Und wir haben nämlich mal 50.000 Besucher gehabt, organisch, auf unserer Agenturseite. Und das ist so langsam runtergegangen und wir wussten nicht warum. Aber es ist irgendwie logisch. Wir hatten 190 Blogartikel. Warte die mal. Da brauchen wir 1,5 Jahre, bis wir jeden Artikel mal überarbeitet haben. Und ja, bitte. Lässt sich das nicht über Sitemap XML auch aktualisieren, dass man sagt, die URL, der Beitrag hat jetzt ein aktuelleres Datum und ja, die Sitemap wird wieder eingelesen? Sicher auch über die Sitemap, es löst nur mein Problem nicht. Weil, wenn ich euch sage, die besten SEO-Tipps 2018, dann kann ich das Datum aktualisieren, was ich will. Es ist die besten SEO-Tipps 2018. Und Dinge, die da falsch waren, sind halt auch mit Tricks und Hacks. Ich weiß, Magazine bedienen sich dem auch gerne. Autoren, die haben ihre Beiträge aktualisiert, die gar nicht mehr dort sind und so. Aber genau, wie fresh ist mein Content? Wie viel Content habe ich auf meiner Website? Und wie oft muss ich eigentlich über mein ganzes Ding drüber arbeiten? Und wie viel Content kann ich denn überhaupt managen? Das ist schon ein schwieriges Thema. Und macht es nämlich nicht mehr Sinn, 20 gute Blogartikel zu haben, als 100 schlechte? Das ist ein Riesenthema. Ja. Oh, ja. Gut. Aber das ist super. Wir sehen es dann auch. Joomla tut auch automatisiert gewisse strukturierte Daten auszeichnen. Zum Beispiel dieser Blogartikel. Der ist super drinnen. Habe ich das Datum, spiele ich das an und zeige ich es auch. Also zeige ich es an, sehe ich super in den strukturierten Daten. Das heißt, Google kann einfach die Daten perfekt lesen. Genau. Warum das dort ist, verstehe ich nicht, aber es ist okay. Options und dann ganz, ganz runter scrollen. Und dann haben wir da den Browser-Page-Title. Da könnte ich den Titel beeinflussen meiner Seite. Und der Titel und die Meta-Description beeinflussen dann halt einfach, wie euer Snippet ausschaut. Das nennt sich Snippet in Google. Das heißt, man sieht immer URL, man sieht den Titel und die Meta-Beschreibung. Und wenn ich jetzt fünf Snippets habe oder 10, darüber habe ich ja noch Werbung, ist ja die Frage, warum sollten die auf mich klicken? Und das ist so das Interessante, warum auch die Meta-Beschreibung eigentlich so wichtig ist. Ob ein Keyword drin ist oder nicht, ist eigentlich egal. Es geht eher darum, was sagen die anderen auch und was sage ich. Warum sollten die Leute auf mich klicken? Umso höher die Klickrate ist in den Google SERPs, also auf der Seite 1, umso höher wird die Positionierung. Gut, was ich super cool finde, ist sozusagen im System standardmäßig drinnen. Man muss es halt aktivieren, das war bei Joomla 3 auch schon so. Wir haben so ein Redirect-Plugin, das heißt, Manage Redirects aktiviert man das Plugin oder unter Plugins aktiviert man das Plugin und dann protokolliert mir die Joomla-Installation URLs, die es nicht gibt. Also das ist Fantasie-URL, die eingegeben worden ist. Ich sehe halt super Dinge, wann war es das erste Mal, wie oft passiert es, manchmal sogar eine Quelle, kommt es von Google, von der internen Seite und solche Sachen. So laufendes 404-Management macht super viel Sinn. Okay? Oder wo geben User einfach Blödsinn auch ein. Ne? Also man muss ja nicht jedes Ding wahre Münze nehmen. Wenn ich sage, ja stimmt, ich habe vergessen oder irgendeiner meiner Blogger haben, das war wirklich mal ein Blogartikel, der ist aber umgezogen, jetzt kommen da Leute drauf, dann kann ich das eben öffnen, mache eine Weiterleitung und dann ist diese 301, die wir am Vormittag schon gehört haben und dann leiten alle externen User dann dort drüber weiter. Cooles Umleitungs- und 404-Management, das Joomla da mitbringt. Robots.txt ist auch gleich angelegt mit ein paar Disallow-Befehlen standardmäßig, was ganz fesch ist. Ich weiß nicht, ob Joomla 3 da schon so lang die Liste war. Ja, er war immer schon so. Okay, dann habe ich es mir noch nie so genau angeschaut. Genau, man sieht, wir haben dann über die Jahre verfeinern müssen.
Was mir fehlt, aber das ist, was Joomla halt leider noch nicht kann, ist eben, wir haben keine Sitemap in Joomla standardmäßig und die Sitemap gehört einfach in die Robots.txt reingeschrieben. Das ist eine kleine Hygienemaßnahme, hilft aber im Normalfall. Hast du die Sachen auf Erlaub gestellt, weil du in der Search Console gemerkt hast, dass dein Joomla standardmäßig nicht als Mobilversion ausgegeben wird? Keine Ahnung mehr. Ah, okay. Also, wir sehen häufig unsere Standard-Joomla. Links haben Probleme in der Search Console, weil nicht jede Ressource gerendert werden kann, weil manche der Robots.txt ausgeschlossen werden und müssen die dann händisch erlauben, damit das Calling überhaupt funktioniert. Ja. Ja, also ich liebe Search Console, ich glaube, der Uwe hat das halt auch schon genannt. Aber man muss auch nicht jede Meldung von der Search Console für Warenmüll zu halten. Also das ist schon sehr. Du, nein, ich weiß nicht, das da war eher ein Problem aus was anderem heraus. Ich glaube, das da oben so, dass diese Kategorien, weil das sind Kategorien, die wir nicht haben wollten. Das war irgendwie ein Sonderfall. Es ging darum, dass wir Ewigkeiten Probleme hatten mit Canonical URLs. Wir hatten vom gleichen Inhalt 17 verschiedene URLs drinnen und so. Das war mega mühsam. Und sind auch echt froh, dass wir das los haben, das Thema. Aber wahrscheinlich ist es daraus gekommen. Und ja, vermutlich war das mal ein Versuch. Hilft es denn was, wenn ich die Search Console die Meldung befriedige? Sehe ich dann was ein Ergebnis die nächsten Monate? Da ich mich nicht mehr daran erinnere, war es kein Ergebnis. Also hat in Wahrheit nichts gebracht. Ja. Und das ist auch so im SEO, finde ich, das Interessante und auch das Wichtige ist, ständig zu testen, eigene Erfahrungen zu machen, wie mein eigenes Website-Projekt damit funktioniert. Das eine funktioniert ganz anders als das andere. Gut, strukturierte Daten werden teilweise eben ausgespielt. Wenn man sagt, ich möchte, weiß nicht, zum Beispiel lokales Unternehmen ist so eine Information, die man in die Daten unsichtbar hineingeben kann. Das muss man halt mit Umwegen machen. Das kann aber Joomla 4 bald, oder? 4.3.1 strukturierte Daten einspielen. Es gibt ein Google Summer Code Projekt. Ja. Wenn das fertig wird in einer Qualität, wir brauchen Tester, wir brauchen Rückmeldungen. Dann kann es sein, dass es in Joomla 4.3 ist. Okay, super. Gut, aber gibt sicher super viele Leitfäden. Wir haben das in der Joomla 3 mit einem Plugin gelöst, oder? Dass wir dann JavaScript einspielen können. Ja. Gut, SEO-Schwächen kritisch und dann natürlich Lösungen dazu. Also, ohne SEO-Konfiguration ist Joomla schwieriger. Also mit diesen paar kleinen Steps, die ich jetzt euch erzählt habe. Danach ist es super als Basis. Und bitte Hinweis, jedes System hat Schwächen. Also ich weiß ganz genau, wenn ich zum Webflow-Kunden komme, da weiß ich auch ganz genau, beim Tempo3-Kunden, bei einem WordPress-Kunden, weiß ich heute schon, was für Probleme die wahrscheinlich haben werden, wenn sie das nicht schon mal beachtet haben. Also jedes System hat so ein bisschen seine Themen. Die kritischen sehe ich eigentlich das Thema Canonical Links. Das ist immer unterschiedlich kritisch. Ich brauche eine Sitemap und Href-Langtag-Probleme. Das ist aber eher, es ist kein Problem, Joomla ist da extrem weit, aber es gibt eine Situation, wo ich bei Joomla einfach ein bisschen hacken muss, damit ich das löse, die erzähle ich euch aber gleich. Und so nicht kritische Dinge sind, weiß ich nicht was, also das ist in jedem Blog-System übrigens so, Tag-URLs sind verfügbar, indexierbar, am meisten werden nicht verwendet als SEO-wichtige Seite, sollte man raustun. WebP ist neuartiges Bildformat, ist meiner Meinung nach nicht drinnen, oder? Joomla Native. Automatische Bildkomprimierung, Fragezeichen. Wir verwenden auch Imagify. Und OpenGraph Data, das sind diese Daten, die Facebook sich rauszieht. Das heißt, wenn ich meinen Link poste, was für ein Titel, was für ein Bild und was für eine Beschreibung schreibt da rein. Und das kann ich noch nicht beeinflussen. Und da brauche ich wieder Plugins, damit das beeinflusst wird. Auf dem Google Summer Code. Perfekt. Super. Ja, super. Machen wir auch Testen. Und die Autorenseiten, also EAT, kurz zu EAT. EAT bedeutet, wir müssen jetzt zu immer mehr Themen, es ist derzeit nur Medizin, Geld, noch Your Money, Your Life, also so, es ist aber auch CPD, oder was? Recht. Rechtliches, danke. Also alles, wo wir, weil wenn ich sage, keine Ahnung was, wenn du Bauchweh hast, solltest du auf keinen Fall zum Arzt gehen, dann gehst du nicht zum Arzt und verstirbst morgen, dann hat das einen relativen Einfluss.
Das heißt, mein Text, den ich vielleicht jetzt gar nicht böse geschrieben habe, der einfach nicht korrekt ist, solche Inhalte möchte Google nicht promotet haben, weil die einfach dann falsch sind. Wie kann Google sich anschauen, ob ein Text richtig ist? Ist der, der den Artikel schreibt, eine Kompetenz, eine Authority, also eine Autorität? Wie macht er das? Er sucht einfach nach euren Namen des Autors. Also wenn der Blogartikel vom Sebastian Bohaska geschrieben worden ist, wir haben da ein paar Tests gemacht, und man sucht nach Sebastian Bohaska, wird eine Maschine erkennen, irgendwas macht er mit SEO. Da war der mal auf der Joomla Day und hat was über SEO geredet, dann steht er auf LinkedIn vielleicht SEO und so. Das heißt, eine Maschine kann relativ so Text auf eine Person setzen und sagen, mit was beschäftigt sich der so grob. Blöd ist halt, wenn der Sebastian Bohaska nirgends einen Text SEO hat. Warum sollte man dann den Text vom Sebastian glauben? Das ist so dieser Mechanismus im EAT. EAT ist wichtig, ich brauche eine Autorenbox bei Blogartikel. Und idealerweise habe ich eine Autorenseite. Das heißt, ich klicke auf Sebastian Bohaska, war der Autor, klicke darauf und sehe dann Informationen über den Sebastian Bohaska. Warum? Weil dieser Text, wenn man nach Sebastian Bohaska googelt, ist halt wieder diese Seite da. Und ja, also es hilft auf jeden Fall. Autorenseiten im Joomla sind optisch noch schwieriger. Also wir haben, oder? Also meine eigene Entwicklerin sagt, nein, okay. Okay, dann machen wir das vielleicht in Klammer, ob die Autorenseite, die standard optische Autorenseite passt. Ja, verstehe ich gerade nicht. Unterscheidet sich das vom normalen Beitrag irgendwie? Ist das was technisch Spezielles? Also bei, ich glaube, das hängt mit dem Benutzer zusammen, oder? Der Benutzer hat einen URL, der... Zum Beispiel über die Kontaktkomponente. Ja. Aha, wenn du genau. Kontakt hast für den User, dann ist der Autor vernünftig und du kommst nicht dazu, da kann man noch weiter. Genau, und das ist optisch, kann man sicher viel machen, aber. Ja, du kannst ja okay. Externe. Okay. Wir haben es auf jeden Fall getauscht, wir haben es gehackt, wir haben den URL overwritten mit einer Seite, die wir selbst designt haben. Auch nicht, ich sage nur Blödsinn. Gut, wir gehen weiter. Hilft nichts, aber Kritik ist gut. Also, bei der ETHelps ist derzeit noch eine 3.x-Installation, keine Ahnung was genau, aber wir stellen jetzt bald auf 4 um. EMI Canonical Pro war eben das Plugin, das wir für Canonicals verwenden. Das hat uns wirklich sehr viel, ich habe jedes Canonical Plugin damals probiert. Und es waren immer wieder Probleme. Sogar mit dem Canonical Free von der EMI gab es ein Problem. Der hat nämlich in einem Update plötzlich statt HTTPS HTTP genommen. Das ist für einen Canonical Link eine Katastrophe. Ja. Für Sitemaps, OS Map Free oder OS Map Pro. Das eine kostet was, das andere nicht. Ich glaube aber 13 Euro oder so. Also wirklich sehr entbehrbar. Da kann ich ein bisschen besser steuern in der Pro-Version. Wie oft ich einen Inhalt aktualisiere, welche Priorität ich sage, dass da wichtig ist und so. Wir verwenden pro-sitemaps.com. Warum? Wegen dem Problem damals. Und zwar, OS Map Free gibt dir halt die URLs an, die das System kennt. Nämlich auch so System-URLs, also mit so ID ist gleich und so weiter. Das will ich eben nicht. Und pro-sitemaps.com macht Folgendes. Der kommt einmal am Tag vorbei, schaut sich an, welche Seiten sind erreichbar. Das heißt, er geht von außen und nicht von innen, aus der Innensicht. Und erzeugt mir dann eine Sitemap. Und ich kann den Crawl auch steuern und sagen, alle Noindex hau einfach standardmäßig schon raus und kann einfach ein paar Dinge mitgeben. Und habe das halt einfach so eingebunden. Funktioniert super. Genau, das ist... Ja. Und wir haben noch ein Override für hreflang. Ich hoffe, ich kriege da... Ja, das, ja. Okay, du hast es nicht gemacht. Und zwar, vielleicht habe ich das auch als Problem. Genau, Problem und Chance, was super cool ist, wir haben ja verschiedene Sprachen pro Land. Das heißt, ich könnte jetzt einen Blogartikel erstellen, Datenschutzrecht in Österreich, Datenschutzrecht in Deutschland, Datenschutzrecht in der Schweiz. Das sind grundsätzlich drei bisschen verschiedene Inhalte und alle drei sind aber in deutscher Sprache. Da ist dieses System, das, ich möchte auf die hreflang-Tag hinausgehen, ist dieses System einer hreflang-Tag perfekt.
Ich habe aber oft ein Szenario, wo ich sage, ich habe zum Beispiel eine Webseite nur in Italienisch und in Englisch. Dann bräuchte ich eigentlich so einen Tag und nicht eine Landeskennung. Und das muss ich leider im Joomla mir sozusagen mit einem Workaround, ich muss meine Sprache hernehmen, nehme diese Landeskennzeichen weg und verwende das immer, wenn ich sage, sagen wir mal, ich schreibe jetzt einen Blogartikel, was ist SEO in deutscher Sprache? Das gilt ja für die deutsche Sprache und nicht nur für die Schweiz oder nicht nur für Deutschland. Und damit ich da ein bisschen spielen kann und muss, haben wir das eben umbauen müssen. Darf ich dich noch ergänzen? Ja, das ist sogar teilweise richtig tricky, ja. Wenn du nur diese Landes-, also diese kombinierten Paragraph-Tags schreibst, dann kann es passieren, dass Google sagt, okay, ich habe jetzt also einen Inhalt für EN, EN und ich habe einen für IT, IT, aber die Amerikaner mit ihrem EN, die bleiben jetzt außen vor. Und für den habe ich ja keinen Landestag. Und dann fällt ja da dann vielleicht auch dein X-Default zurück. Das hast du noch nicht erwähnt. Voll. Das ist nämlich auch noch wichtig, X-Default in den HRF-Langtext auf jeden Fall mit reinzuschreiben. Das ist dann das, wenn keine der Definitionen irgendwo greift, dann fällt er eben auf das dazu. Auf die genau. Generische. Da habe ich ein Beispiel von unserer aktuellen Installation. Ja. Sprich, der Content ist einmal nur in deutscher Sprache verfügbar. Der X-Default ist ein Backup. Das heißt, das ist, wenn ich die Sprache nicht erkenne oder Google nicht weiß, in welcher Sprachbereich er gerade ist, zeige ihm immer diesen an. Da macht normalerweise X-Default ein englischer Text Sinn als ein deutscher, aber ein anderes Problem. Und hier habe ich aber gesagt, bitte, dieser Inhalt ist primär in der deutschen Sprache, aber fürs deutsche Land. Genau. Da habe ich zum Beispiel einen deutschen Inhalt, das Impressum. Gibt es natürlich auch in der englischen Sprache und deswegen ist diese Verlinkung wieder da. Genau. Bis man das so ein bisschen hinkriegt und damit steuern kann in der Joomla-Welt, muss man da noch ein bisschen Hand angreifen. Genau. Wir verwenden gern Imagify, um A, das WebP-Bildformat einfach hineinzubekommen. WebP ist einfach eine schnellere Form, Bilder zu laden. Wenn WebP der Browser nicht kann, ist das immer so implementiert, dass das JPEG ganz normal geladen wird. Und halt automatische Bildkomprimierung, das heißt, wenn ich ein Bild hochlade, das einfach viel zu groß ist, ich meine von Pixeldichte, dann kann dieses Tool automatisiert, ich glaube sogar über den ganzen Webserver drüber arbeiten. Genau, das ist ein Plugin, das ich gefunden habe, beziehungsweise eine Anleitung für euch als Link hinzugefügt, wie man eben die Open Graph Data für Facebook und weitere Social Media Accounts einfach hinzufügt. Genau. Und dann gibt es ja so All-in-One-Lösungen, so SEO-Plugin-All-in-One-Lösungen. Das gibt es in jeder Welt. Das gibt es in WordPress, dort ist es Rank My Yoast SEO. Es gibt in der Joomla-Welt, glaube ich, auch mittlerweile Yoast und sogar vielleicht Rank My, das weiß ich gar nicht. Das ist jetzt das, was eher in der Community empfohlen worden ist, ich davon lese oder auch gestern im Forum als Tipp erhalten habe. Die haben einen großen Vorteil, glaube ich, sie bringen alles, achso, ich habe es sogar aufgelistet. Es ist halt alles an einem Platz. Ja, ich drücke halt links auf ein Plugin und dann sehe ich alle meine SEO-Einstellungen unter Anführungszeichen. Zwei Probleme, was ich damit habe. Nummer eins, die meisten glauben, ich installiere ein Plugin. Mache ein bisschen Konfigurationen, aber dann bin ich SEO-optimiert. Den Zustand gibt es, glaube ich, gar nicht. Und das andere ist, mache ich mich relativ abhängig von einer Erweiterung. Das finde ich echt Käse, weil wenn man sagt, Canonicals möchte ich anders lösen, hast du ein Problem. Du kriegst das nicht gut rausgelöst. Und die Frage ist immer, wie gut funktioniert das mit anderen Erweiterungen? Das heißt auch mit Standard-Funktionen, mit dem Redirect-Management und all diese Sachen. Ja. Ich bin kein großer Fan, es hilft manchmal davon, aber ich bin eigentlich mittlerweile kein großer Fan mehr von diesen All-in-One-SEO-Plugins, die man da installiert. Aber für den Anfänger ist es natürlich eine Option. Also das ist keine Gut- und Schlecht-Bewertung, sondern ich würde es jetzt nicht verwenden. Gut, das war's von mir. Wem es interessiert, wir publizieren ein- bis zweimal die Woche YouTube-Videos zum Thema SEO, Webseiten und Co. Der Kanal heißt eTabs und stehe euch für Fragen jetzt und später auch gerne zur Verfügung.
Welche Fragen wolltet ihr am SEO schon immer mal stellen? Was ist denn das spezielle Canonical-Problem, was du mit dem Plugin behebst? Mit dem Amy Canonical? Also ich kann es Joomla, man hat mir das immer erklärt, das ist ein Feature und kein Bug. Manchmal gibt es für einen und denselben Inhalt, sagen wir mal einen Blogbeitrag, verschiedene URLs, die beide richtig auflösen. Und aus Google-Sicht ist es einfach vier URLs, die einfach Duplicate-Content haben. Wenn immer sich mehrere Inhalte sehr ähnlich sind oder eben Kannibalisierung, das heißt, die beiden streiten sich um ein Keyword, dann habe ich da einfach gewisse Nachteile. Und dann durch ein Canonical kann ich sagen, von mir ist, die vier gibt es noch immer, alles gut, aber das Original ist immer nur der Beitrag. Google schaut sich die vier nicht mehr an und schaut eigentlich primär auf diesen, dem ich sage, was das Original ist. Das heißt, wenn ich meine Content-Struktur und meine Menüstruktur so aufbaue, dass alles nur über eine einzige URL aufrufbar ist, interessiert mich das dann. Richtig. Der perfekteste Test ist, das habe ich mit der Sigrid auch vorher besprochen, zum Beispiel, ich stehe auch sehr auf dem Screaming Frog, ich glaube, das ist ein Standard-SEO-Tool. Wenn man wirklich SEO kann, macht man nur mit Screaming Frog. Genau. Aber auf jeden Fall, lasst es euch, Screaming Frog ist bis zu 100 oder 500 URL kostenfrei. 500? URLs, aber Bilder und so zählen leider als URL und so, gell? Aber es ist ganz drüber laufen lassen und einfach zu schauen, würdest du nirgends diese komischen URLs verlinken, dann wird es nie jemand sehen. Das stimmt. Problem ist manchmal, wenn du irgend so ein Joomla-Modul oder so verwendest, irgendwie so, ich weiß nicht, gibt es irgendein Joomla-Modul, wo ihr wisst, dass diese URLs sind? Sortierreihenfolge. Wenn du Sortierreihenfolge, Beiträge in andere Reihenfolge ja, genau. Anzeigst. Oder das Thema, wie geht man mit Pagination um, ja, genau. In Canonical reinhauen oder nicht, da gibt es auch so ein paar. Oder wenn du gerade stellst, 30 Blogbeiträge pro Seite anzeigen oder nur 10, genau. Dann wird dieselbe URL oder wird eine andere URL mit demselben Content. Genau. Oder wird die Joomla-Suche. Weiß ich leider nicht. Wir haben die, ich glaube, die Joomla-Suche noch nie verwendet in einem Projekt. Deswegen weiß ich es nicht. Suche ist aber so ein typisches Problem. Ja, das müssen wir ausprobieren, dass die Joomla 4, also Joomla 4 mit der Smart Search sich für die ändert. Ja, genau. Und müssen wir auch wirklich ausprobieren, wie die URLs dann aussehen. Genau. Normal sollten die hübsch sein. Also normalerweise geht die Suche auf NoIndex sogar. So eine Methode. Kommt drauf an, aber genau. Kann ich mit Canonical lösen oder ich setze einfach jede Suchergebnis, also wieder parametrisiert, auf NoIndex. Große Shops machen es meist so. Wie würdest du das lösen, wenn man einen Shop hat mit einzigartigen Produkten, zum Beispiel ja, Gemälde oder irgendwas, die sind irgendwann mal weg. Soll dann stattdessen eine Umleitung stattfinden auf die Hauptseite vom Shop? Da scheiden sich die Geister. Ich glaube, es gibt zwei Welten. Die einen sagen ganz klar, 404 ist der richtige Code, weil es gibt keinen Inhalt, genau. Oder man sagt, man leitet um und ich liebe die Umleitung auf die Kategorie darüber, weil es ja nicht so weit weg ist. Das Problem ist ja, aber wir hören uns gleich eine zweite Meinung an, das Problem ist ja, wie soll ich sagen, was ist, wenn ich dort Aufmerksamkeit habe? Das ist irgendwie eine, sagen wir mal, reden wir mal gar nicht SEO-technisch, eine riesige Zeitung hat das mal publiziert, das Gemälde A35, das gibt es jetzt nicht mehr und aber hunderte Leute klicken drauf und alle kommen auf eine 404-Fehlerseite. Rede ich noch gar nicht vom SEO. Und müssten sich erst beginnen zu suchen, dann hat man natürlich vielleicht kein Joomla und mit einer Supersuche, sondern ein System, wo die Suche nicht so toll geht und findet das nicht dann so. Auf der anderen Seite hätte ich da drauf Backlinks natürlich auf ein Gemälde oder Erwähnung. Also ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe die Galerie als Kunden, da steht dann Verkauf. Ja, ist auch nicht schön. Ist also ist da noch da, vorhanden, ja, da steht nur kein Preis mehr. Und dann einmalig und da steht aber verkauft und es ist noch da. Und ich würde wahrscheinlich noch optimieren, dass wieder eine andere ähnliche Kunstwerke sehen, weil dann will er vielleicht was ähnliches. Ja, ja. Mhm. Uwe, wie meinst du das? Also ich stand vor genau dem Problem, oder wir stehen aktuell vor genau dem Problem, Seite, die historische Uhren verkauft. Also wirklich teure, kleine Uhren. Und die ranken halt genau mit einer bestimmten Uhrenart. Also
Es ist dann halt nicht nur eine Rolex, sondern eine Rolex Chieftain 87 Karat 1974 oder irgend sowas. Ne? Exakt danach suchen die Leute. Und wenn ich dafür rankte und den Inhalt dann auf 404 stelle, dann kann ich dafür nicht mehr ranken. Dann ist mein Ranking futsch. Deswegen ist, haben wir genau sowas uns eben auch überlegt. Aber das Blöde ist, dass genau in dem Shop nicht nur eine Seite genau da drauf rankte, sondern dass wir 10, 20 verschiedene Uhren hatten über die Jahre, die dann immer wieder mal da waren. Das gleiche gibt es auch im Jobbereich, also Jobs für SEO, für Karriereseite ist auch ein Thema. Ja. Sagen wir mal, wir suchen immer wieder Buchhalter, Buchhalterregion, aber nicht immer. So, und jetzt rankt mir eine Jobanzeige. So, das ist eigentlich Blödsinn, weil eigentlich müsste ich eine Seite erstellen, wenn mir das wichtig ist, das Ziel. Dies geht Buchhalter im Raum Y. Ich zeige einen Grundinhalt von mir an und dynamisch, welche Anzeigen es gerade gibt oder nicht. Das ist mal die eine Sicht, also dass man sagt, wenn mir das dann doch irgendwie wichtig ist, dieses Gemälde und es gibt Suchvolumen und so weiter, ob man das nicht auch entkoppelt und gar nicht damit so ranken mag, weil dann habe ich das Problem nicht mehr so. Das andere ist aber die Userzufriedenheit. Wenn ich auf einen Shop gehe und sage, ich hätte gern rote Nike-Schuhe und ich gehe auf einen Shop und alles in ausverkauft, gehe ich wieder. Da bin ich nicht zufrieden und schicke negative Signale. Ist allerdings bei solchen Edeluhren dann nochmal eine andere Sache. Richtig. Da wird gerne mal einfach nur recherchiert. So die 5000 Euro hat man nicht immer so locker sitzen. Genau. Dann würde sich ein Blogartikel vielleicht anbieten. Muss man vorsichtig sein mit Kannibalisierung. Aber ist ein Ratgeber über das Uhrmodell dann nicht sogar der sinnvollere Weg, wenn eh als auch informationsorientierte Suche dabei ist? Ja. Aber ich glaube, dein Weg finde ich korrekt. Also, weil das ist ja wirklich unique. Das ist ein Bild, das ist ausverkauft. Und wenn jemand danach sucht, kann er immer noch einen Inhalt finden und weiß, okay, schade, ich kann es nicht mehr kaufen. Aber Siegelsweg meinst du, dass da Verkauf dabei steht? Ja, genau. Genau. Zu unserem Google Summer of Code Projekt, vielleicht ganz kurz für Stichpunkte. Da gibt es eine Analyse über den Flash-Index zum Beispiel von der Seite oder auch, ob der Text gut lesbar ist, ob die Absätze eventuell zu lang oder zu kurz geschrieben sind, ob die Meta-Description lang genug ist oder zu lang, mit einem noch besseren Indikator. Es gibt ein Open Graph Plugin, es gibt die Zusammenfassung aller Felder in einem Tab zum Beispiel, dass das Browser-Title-Feld dann nicht irgendwo ganz unten ist, sondern alles zusammen ist. Und wer da Interesse hat, zu helfen und zu testen, herzlich willkommen. Sehr gerne. Die Interessierten melden sich wo dann? Bei dir oder? Oh, ja, gerne. Ja. Cool. Na super. Voll. Okay. Ich habe noch eine Frage. Jawohl. Also ich habe einen ganz kleiner Kunde, der macht jetzt auch so Stellenanzeigen, wenn wir das Beispiel gehabt haben. Wenn man sich überlegt, es gibt ja bei Google auch diese Stellenanzeigen, das Rich Snippet, diese Jobgeschichte. Google für Jobs. Ja, genau. Ja. Ist das schwierig, da reinzukommen? Wenn das mit Snippets, da sind natürlich die ganzen großen Portale, Stepstone und sonst was drinnen. Aber wenn du da als kleiner reinkommst, ist relativ einfach. Ja. Weil jeder aufgelistet wird. Nur die Frage ist, wie aktuell und wie viel Frequenz hast du. Wenn natürlich 5000 pro Tag Buchhalter in Wien suchen, dann bist halt, wie soll ich sagen, ja, ich würde es auf jeden Fall machen, strukturierte Daten, einmal formuliert, dynamisch reinhauen und ich habe die Chance, zumindest bei so gewissen Themen mitzuspielen, super. Also ich glaube, sonst ist es nicht überhaupt schwierig, da reinzukommen. Aber ja, das ist relativ easy. Was ich halt nur manchmal gern mache und so ist, weiß nicht, im Hotel in Vorarlberg am Berg, da will halt keiner mehr als Kellner und Koch arbeiten. So, da schließen Hotels, weil es keine Personal mehr kriegen. Und da habe ich geschaut, wie viele interessieren sich überhaupt für einen Kellnerjob in Vorarlberg oder in Österreich von mir und so. Also wie viel Nachfrage gibt es nach welchen Jobs und ob sie überhaupt dann ein Weg ist. Die strukturierten Daten tun technisch halt nicht weh. Muss man halt auch sagen, da ist der Aufwand so gering. Der Nutzen kann aber da sein, wenn ich nur einen tollen Bewerber da kriegt deswegen oder Mitarbeiter, hat sich das ja schon dreimal ausgezahlt. Ja. Aber ist nicht so schwer. In der Google-Suche gefunden zu werden schon, vor allem als Einzelanbieter. Logisch. Weil lustigerweise machen ja die Karriereportale ja auch logischerweise SEO. Und wenn du zum Beispiel sagst Buchhalter in Salzburg,
es funktionieren ja, meine Erfahrung, aber die ist sehr subjektiv, die Jobportale am besten, die in Google gut ranken. Weil nämlich eine Person sucht ja, weiß nicht was, was für Steuerberater gibt es so in München, wenn ich mit meinem Steuerberater arbeiten mag. Und Jobportale, die in der Google suche oder Ads investieren, um den Traffic zu kriegen, die kriegen ihre Aufmerksamkeit auch über die Google-Welt. Und jetzt weiß nicht, wir dürfen, weiß nicht, Land Oberösterreich, Hilt, die MAN und so beraten. Die haben halt hunderte Mechaniker, die die brauchen. Da macht schon Sinn, so einem Jobportal auch die Stirn bieten zu wollen, mit so Seiten. Oder Jobrecruiter machen das total gern, dass sie den Job erklären. Und dann natürlich immer dynamisch geladen haben, welche haben sie gerade an Positionen frei. Da gibt es schon super schlaue Strategien, auch fürs Personalbeschaffung über SEO. Ja, voll. Voll. Okay. Dann vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit.